Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Aber bitte, sprecht frei heraus. Ich glaube, ich habe da hinten noch von Korruptionsgerüchten gehört. Es gibt Leute, die glauben, die Jahre tun nichts für diese Stadt. Dass sie korrupt sei und von der Schwarzdorn-Familie regiert werde. Ich kann euch versichern, dass nichts von dem stimmt. Wir haben alles im Griff. Naja, ist ja klar, dass er das sagt. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Jo, danke. So, nichtsdestotrotz würde ich gerne mal wissen, wo denn euer Schmied ist. Also, euch hatte ich schon. Hier hinten war doch nichts, oder? Kämpft wacker oder sterbt. Nö. Sieht auch nicht danach aus. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Gut zu wissen. Aha. Ja, wir befinden uns hier definitiv auf Rebellenseite. Haltet die Augen offen. Weißlauf wird... Was heißt denn, dass es umkämpft ist? Nee, ist rot. Wird damit den Kaiserlichen zugezählt. Okay, der Schmied scheint nicht hier zu sein. Dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Ah, interessant. Und es gibt ja einen Zauberer. Sehr schön. Was kann ich denn jetzt Neues beibringen? Den möchte ich doch gerne behalten. Ich werde sicherlich auf ein paar Untote treffen. Flinken Finger. Nö, wenn ich für die Diebesgilde Aufträge erledigen muss, kann ich das wahrscheinlich noch gebrauchen. Okay, die verwerte ich mal wieder. Dann den möchte ich auch behalten. Einhändige Angriffe. 70% schneller. Das ist auch etwas, was man unbedingt können sollte. Und jetzt kann ich den Ring nächstes Mal verkaufen. Okay. Kleiner. Ich will nicht verzaubern, ich möchte wieder aufladen. Gegenstand. Wo ist denn... Ich will mir doch jetzt nicht sagen, dass ich den nicht wieder aufladen könnte. Ja, breche ich das mal ab. Vielleicht kann ich das auch so. Also, wo bist du? Da. Tatsächlich. Ah, okay. Damit habe ich ihn jetzt wieder zur Hälfte aufgeladen. Gut. Sag mal, hast du hier vielleicht ein paar Seelensteine? Ich habe ja wieder ein bisschen Platz im Inventar, oder? Gut. Ich bin sowieso zu müde, um jetzt hier gleich noch zu kämpfen. Dann brauche ich mir ein paar Tränke zusammen. Wahllos zusammen gemixt. Ich hoffe, ich jag mich nicht in die Luft. Und werde dann mal schauen, was ich da so verkaufen kann später. Spinneneier, davon habe ich genug. Ups. Blöd. Braucht da auch nichts. Naja. Ups, ich habe einen Nierenwurz. Ach Gott, im Leben nicht. Dinger sind viel zu selten für so einen Blödsinn. Das und das vielleicht? Nö. Und... auch nicht. Ich glaube, ich sollte mir erstmal beibringen, was das denn... was mir die Dinger denn bringen.
Ein Drachenbaum. Das auch nicht. Okay, da habe ich jetzt doch mal was gelernt. Auch nicht. Also im Moment klappt das ja wahrlich gar nicht. Also Spinneier braucht nicht. Kriegen wir da mal etwas System hinter. So, die beiden. Nee. Dann Distelzweig auch nicht. Ebenso nicht. Dann mit einem Auge. Haha! Damit haben wir schon mal eine Lebensregeneration. Sehr schön. Da stellen wir doch gleich nochmal hin her. So, mit einem Fliegenpilz. Gar nichts. Knoblauch. Auch nicht. Mit einem Pilz. Auch nicht. Auch nichts. Nierenwurz kommt nicht in die Tüte. Mit Schimmerpilz. Ah, Gesundheit verstärken. Interessant. So, davon brauche ich aber nicht mehr. Auch nicht. Spinnenei. Aha. Sehr gut. So, Distelzweige, das. Giftresistenz, okay. Damit Frostresistenz. Distelzweige sind anscheinend extrem wichtig für Resistenzen. Mit Salz zusammen. Auch nicht. Skiverschwänze, ebenso wenig. Trollfett. Giftresistenz. Tundra-Baumwolle. Ich will gar nicht wissen, was für seltene Gegenstände ich hier gerade vermixe. Ach, das war Frostresistenz, okay. Ja, stellen wir die noch ein paar Mal hin. So. Und dann mixen wir noch Salz und Schimmerpilz. Ach nee, das gab nichts. Skiverschwanz und... Nö. Das kommt mir nicht in die Tüte. So, da haben wir doch einiges an... an Tränken und zusammengemixt. Mal sehen, was ich da gleich von behalte und was ich verkaufe. Apropos, du magst doch bestimmt ein paar... Tränke. Hm, was ist das denn? Ah, ihr Brief an das College von Winterhold hatte ganz viele grammatische Fehler, undurchdachte Gedanken und konnte schwer verstanden werden. Und soll dann nochmal neu schreiben. Und über ein Gerät, was irgendwie die Wolken beeinflussen kann. Okay. Potion of Healing. Hm. Oh, oh, oh. Hier ist ein... Nee, es ist ein Horkerzahn. Ich dachte gerade Mammutstoßzahn. Au! Was war das denn? Hm. Zweiglingsaft. Trollfett. Frostsalze. So. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwie... Gold interessiert mich gerade weniger. Ich möchte Seelensteine. Gefüllte Seelensteine. Hm. Schade. Naja. Apropos. Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Nein, immer noch nicht. Aber seid ihr denn schwer beschäftigt? Jemand interessiert sich für das, was ich tue? Erstaunlich. Nicht wirklich. Ich will es euch gern erklären.
Meine Experimente drehen sich um ein magisches Konstrukt und eine Zutat, die es dem Konstrukt erlauben wird, ein dauerhaftes Feld harmonischer Energie aufrechtzuerhalten. Okay. Klingt erstmal interessant. Weiter. Aha, ihr seid also doch ein Schüler der angewandten theoretischen Harmonielehre. Wenn wir Ralstons Konstante der universalen Inversion einmal beiseite lassen, wie würdet ihr das Problem dann angehen? Würdet ihr die harmonische Energie der Zutat zuführen oder ihr erlauben, ihr eigenes Feld zu erzeugen? Ja, meine... So an der Schulzeit, ach, da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran. Wie wäre es mit Clem? Wie bitte? Absolut lächerlich. Vor langer Zeit hätte man Clem noch in jedem Haushalt Tamriels gefunden, aber heute nicht mehr. Moment, ihr habt mich auf eine geniale Idee gebracht. Genau wie eine Klemme, die greifbares Material fixiert, kann ein Seelengreifer Magiefelder festhalten. Genial! Und ihr habt sicher schon einen Weg gefunden, wie man einem vollständigen dimensionalen Zusammenbruch entgegenwirken kann, ja? Natürlich. Ich war nur wegen Seelenstein hier. Seid ihr denn total verrückt? Einen Seelenstein schlucken? Damit bist du gesichert. Das muss der brillanteste und unerwartetste Lösungsansatz sein, den ich seit langer Zeit gehört habe. Er löst alle Probleme und hält dazu noch das Feld stabil. Jetzt brauche ich nur noch... Moment, worüber sprachen wir gerade? wie ihr alles in die Luft jagt, wenn ich euch weiteren Scheiß erzähle. Also, ihr braucht Hilfe bei euren Aufgaben. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht einen Assistenten. Nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein, zu viel Chaos. Nun, das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Was braucht ihr denn? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ich verlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkum-Barren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Bringt mir diese Dinge und ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Will ich hoffen, dass letzteres der Fall ist. Also, wo liegen die denn grob? Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Das wäre sicher hilfreich. Ja. Hast mir wieder ein Stück Papier gegeben, wo steht. Naja. Also, kannst du mir es auch sagen? Lasst mich nachdenken. Den Dwemer-Löffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Voti in Iverstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Der Orichalkum-Barren müsste im frostigen Feuer in Winterfeste sein. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Zu guter Letzt wäre dann noch der Seelenstein. Den habe ich im Alchemistenladen Weißes Fläschchen in Windhelm liegen lassen. War noch dazu ein guter Kauf. Ach ja. Also überall verteilt. Ist ja wunderbar. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Okay. Dann sorg du doch mal bitte dafür, dass ich ein bisschen Geld hier reinkriege. Ach, kauf mir die Dinger halt ab. So, den Ring brauche ich auch nicht. Du kaufst mir keine? Keine... Tränke ab. Das finde ich blöd von ihr, echt. Stab des Kettenblitzes, hui. Rolle des Chaos. Hier habe ich, glaube ich, schon durchgeschaut. So,
So, die sind alle leer. Gefüllt mit gewöhnlicher Seele. 511! Bin ich denn Krösus? Nee, gefüllte Seelensteine kaufe von dir nicht ab. Hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt. Wahrscheinlich irgendwo in Weißlauf oder so. Überall, aber nicht hier in der Nähe. Hm. Nee, wie scheint, geht's hier nicht zum Schmied. Hm. Wo der sich wohl versteckt hält. Wie ich mich kenne, bin ich da auch schon 20 Mal dran vorbeigelaufen. Okay, jetzt noch schnell einen Händler finden. Den Schmied nebenbei. Was essen, was trinken, schlafen. Und dann morgen frisch ans Werk den Zugang zur Diebesgilde nachgehen. Apropos Schmied. Vielleicht ist er hier drin. Ja, mir halt die Augen verbunden werden, den ganzen Weg von Iverstadt hierher und dann auch noch, nachdem sie mich wieder rauslassen. Moin, moin. Hey, ihr habt hier unten nichts zu suchen. Nur dienstliche Angelegenheiten. Okay. Ich gehe dann. Verdammte Touristen. Arschloch. Bäh. Wollt ihr nur wissen, wo der Schmied ist? Wenn ihr ein Bett sucht, dann sprecht mit Kerava im Bienenstich. Sie wird sich um euch kümmern. Okay. Das werde ich auch bald brauchen. So, Schmied. Schmied heißt eigentlich ja Feuer. Du weißt auch nicht, wo ich hin muss, oder? Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Ist Turm eine Fertigkeit wie jeder andere? Fast. Und was es macht, ist erstmal überlegen, ob sich dieser Scheißweg auf dem Berg lohnt. Mit blöden Trollen und... gut, Schwarzdorn. Hier haben wir den Tempel. Okay, egal. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Moment, ich höre einen Hammer. Haha, Schmied. Hallo. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, hä? Man sollte von sich selbst nicht in der dritten Person sprechen. Aber hat das denn auch seinen Grund, dass ihr wirklich so stolz auf eure Arbeit seid? Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Okay, faszinierend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Als ihr braucht Feuersalze. Ja, meine Einkaufsliste wird immer größer, ich schreib's mir auf. Wirklich? Danke. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. 10 Stück auch gleich. Naja. Ich soll Haralds Schwert abholen hier, diesen Jüngling da hinten. Ein fauler Taugenichts, oder? Er schickt euch hier runter, wenn ich nur einen Steinwurf von der Festung entfernt bin? Hier ist das Schwert. Sagt Harald, er soll die Mauern ganz lassen, dann bleibt auch sein Schwert in besserem Zustand. Werde ich tun. Hm. Ihr als Schmied habt doch bestimmt jetzt bei einem halbwegs entfachten Bürgerkrieg ziemlich viel zu tun, oder? Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Wahrscheinlich. Hast du noch ein paar Hinweise, wo ich den Feuersalz erfinden kann? Feuersalz müsstet ihr im Körper von Feueratronachen finden. Das sind gefährliche Wesen, die von Zauberern beschworen werden können. Es wäre natürlich einfacher, einen Alchemisten zu fragen. Sie verkaufen sie manchmal. Ja, zusammen kaufen wollte ich die Dinger jetzt nicht. Gut, danke. Denk daran.
Es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Ja, hat wahrscheinlich auch Namen, die Schmiede. Apropos, das Schwert, das will ich mir jetzt doch mal... Ist das einfach das Schwert? So ein blödes Stahlschwert? Arme Sau. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von ja, bring ich ihm das Ding halt. Ist hart, aber sie bringt etwas ja, 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 ja. Bring ich ihm halt das Ding jetzt schnell vorbei. Oh, dem beeindruckt das nicht. Ist das vollkommen egal. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltung mit Reisenden. Ja, du bist so wichtig. Hier ist dein Ulles Schwert, du Hampelmann. Das hat ja ganz schön gedauert. Hier bitte, für eure Umstände. Ich gebe dir gleich das Schwert in deinen Rücken. Aber makelloser Granatstein und damit ist... Naja. Also gut. Immerhin. Ist doch noch ein kleiner Schnösel, der nicht mit seinem Geld umgehen kann. So. Also hier... Ist ein Hammer. Da kann ich doch bestimmt was kaufen. Ah, so. Ich glaube, das ist doch kein Laden. Viel Erz. Und verdammt viele Barren. Sehr schön. Da weiß ich jetzt auch schon mal... Moment, Goldbarren vielleicht dabei? Stahlbarren, Silber... Ich weiß, dass ich zumindest einen Goldbarren brauche für jemanden. Naja. Und ein Geschäftsbuch. Oh, was ist denn da in der Schatulle? Oh. Sehe ich mal zu, dass ich etwas leiser dabei bin. Klappt ja wie am Schnürchen. Okay, erstmal nur wissen, was drin ist. Bevor ich wieder aufgegabelt werde, weil ich irgendjemandem helfen möchte und mir alles Diebesgut genommen wird, möchte ich doch erst einen Ort haben, wo ich schnell auch Diebesgut loswerden kann. Kennt ihr Balimond? Ich bin sein Lehrling. Er bringt mir alles über das Schmieden bei. Und du... Lehnens sehr viel, wie ich gerade sehe. Bett. Und hier irgendwas Interessantes? Auch nicht. Gut. Dann werde ich wohl mit den Händlern auskommen müssen, die hier vorne sind. Also... Du kaufst, glaube ich, nur Schmuckstücke, ne? Hab ich nicht allzu viele. Ich glaube, so langsam wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Ich wollte eigentlich was verkaufen. Werft einen Blick drauf. Du hast nur Eisenschwerter. Schrauben. Sind die denn schön? Zerstörungszauber. Okay, Feuerresistenz ist ja nett. Aber sonst... Hast du echt nichts Tolles dabei? Die Helme sind besser. Okay, dann will ich mal sehen, was du mir so abkaufen kannst. Bogen, nö. Das Ding hat endlich wieder Ladung. Macht 13 Schaden. Wie viel hatte denn mein? Das waren auch 13. Okay. Den Dolch möchte ich behalten. So, hier was Überflüssiges. Ich habe den Ring gar nicht angelegt. Werde ich mich gleich drum kümmern. So, Gifte. Die mal loswerden. Das war ja nur mein erstes Probe. Erzeugnis. Kannst du gerne einen Schluck vernehmen. Lösung der Gesundheit.
Wenn ich mal wieder merke, dass ich einen schweren Kampf gegen Troll habe, kann ich mir sowas wohl gerne mal einwerfen. Das ist okay. Magika regenerieren ist auch gut. Stamina immer. Schnellere Regeneration. Ja, okay, warum nicht? Kälte. Bögen setze ich immer einen zu kurzen Zeitraum an. Da brauche ich nicht 60 Sekunden lang mehr Schaden machen. Da ist der Gegner mal schon bei mir. Anfälliger. Das ist Blödsinn. Okay, Gesundheitserhöhung nehme ich nur ein. 60 Sekunden um 60 Punkte. Dann den hier weg. Okay, einmal Frostresistenz behalten. Ah, die Stärke reicht mir. 17 Punkte erhöht. Kann weg. So. Schutzkreis, das war gut gegen Untote. Behalten. Habe ich irgendwas Altes dabei? Nee, wie scheint nicht. Bücher mal aussortieren. So, was habe ich hier denn? Ah, noch ganz, ganz viel Kleinkram. Pelze und so weiter und so fort. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe gerade Gold abgenommen. Wenn das Beste ist, was Himmelsrand zu bieten hat, dann kann ich mich ja gleich auf den Weg zurück nach Hause machen. Ja, mach das doch ruhig und laber mich damit nicht voll. Warum ein Risiko eingehen? Wo ist eigentlich... Ach, der wurde ja gefangen genommen. Stimmt. Und das hier scheint ja sowieso nur ein Fake-Stand zu sein. So, hier war doch... Bla, da. Sauber und frei von Felsenhaxe. Ach. Bei mir gibt es das beste Essen im ja, ganz Himmelsrand. Hab erfahren, dass ich mich immer damit... absolut frisch. Sehr schön. Das kommt also wahrscheinlich von was... Verfaulten, was ich gegessen gab. Werft so einen Blick darauf. Dir konnte man ja zumindest auch noch andere Sachen loswerden. Hm. Okay, die Edelsteine behalte ich jetzt dann auch erstmal. Ich brauche eine Lagertruhe oder sowas. Seid vorsichtig, wenn ihr die Zähne besorgt. Diese kleinen Mistkerle sind gefährlich. Ja, hast mir doch schon gesagt. So, dann hole ich mir mal... Es ist noch so hell am Morgen. Oder? Ach, ich kann die Uhrzeit nie einschätzen. Egal. So, ich sollte echt mal den alten Kram, den ich habe, loswerden. Wenn nicht, was Frisches zu essen holen. Ups, den Ring anlegen. Ganz wichtig. So. Und ordentlich den Kohldampf hier mal. Schönes Stückchen Fleisch. Bisschen Karnickel dazu. Ja, irgendwas anderes zu trinken als Wasser. Hm. Na komm, Met muss schon sein hier. Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier. Werft einen Blick darauf. So, was hast denn? Ah, hier. Schön ordentlich Nordmet, danke. Schau. So. Und rein mal damit. Wieder vorbei. Kräftigen Schluck. So. Füll mir die Flasche gleich mal ein bisschen mit ein bisschen was Wasser auf. Darf ich euch? So, danke sehr. Und wie wär's mit einem Zimmer? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Zeigt ihr mir auch Schaut den Weg? Schaut doch mal wieder vorbei.
Ja, wahrscheinlich gibt es nur dieses eine Zimmer. Na dann. Zimmer? Ich habe das hier doch schon gesehen. Ist jemand unten? Nee. Hier war die Treppe hoch, ich Depp. Hör zu. Ich habe doch bereits gesagt, dass Chadre mir nichts schuldet. Also lasst mich endlich in Ruhe. Ja, ist ja okay. Ein Traum von Sovngarde. In wenigen Stunden werde ich wahrscheinlich tot sein. Ja, alte Geschichte. Dass mir auch nicht gezeigt wird, in welchem Zimmer ich schlafen darf. Wahrscheinlich im sporadischsten. Schauen wir mal, ob es hier noch was Tolles gibt. Viele... Ups. Entschuldigung. Jemand hier gerade? Ups. Ja. Ich bin ein Meisterdieb. Und dabei wollte ich mich gerade nur räuspern. Hat anscheinend keiner gehört. So, ganz still und leise. Und offen. So, irgendwas hier noch dabei. Überall die Geschäftsbücher. Nö, nichts Interessantes. Gut, dann lege ich mich halt pennen. Ja, dann mal gute Nacht.